Aber das seid ihr jetzt selber schon. Aber das ist der Fall, wir sind das alles haben. Ah, ja, das macht Papier. So. Was andere und mehr wollen wir nicht wissen. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen. Hört ihr mich da hinten? Soundcheck? Ja? Brauchen wir ein Mikrofon? Nein? Brauchen wir nicht, gell? Dann sind wir so schön unter uns. Ja, gut. Wer war gestern schon im Vortrag? Okay, das ist jetzt... Wart ihr gestern schon im Vortrag? Nein? Ja, dann werden die meisten heute wahrscheinlich nicht mitkommen, weil gestern war der Aufbau. Und wenn ich das nicht wisst, dann halt Blödsinn. So. Heute hat mich jemand gefragt, ja, wie wir da durch diese Corona-Zeit gekommen sind. Und dann habe ich gesagt, ich habe kein Problem gehabt. Es ging gut. Also ich war da. Wir haben, es war ein Spiel. Wir haben da ein Spiel daraus gemacht. Wir haben zum Beispiel da, wo die Restaurants so ein Zertifikat haben wollten, da sind wir mal reingegangen. Wir haben mal aufgezeichnet. Und dann sind wir reingekommen und haben gesagt, ja, ob wir da jetzt ein Zertifikat haben. Dann habe ich gesagt, ja, haben Sie eine Expertise? Dass Sie überhaupt meine medizinischen Daten abfragen dürfen. Hat er natürlich nicht gehabt und so weiter. Es hat dann eine Diskussion gegeben. Wir haben es aufgezeichnet, haben es noch ein Ding. Ja, könnte ich dann nachschauen. So, das war ein Spiel. Gell? Wir haben mit den Leuten gespielt. Und es war nichts Ernstes, die ganze Geschichte. Wir haben sie schon vorher durchschaut gehabt. Dass das kommen würde, dass solche Sachen kommen würden, das haben wir schon gewusst. Und auf diese Zeit, in der wir jetzt sind, haben wir 30 Jahre darauf hingearbeitet. Wir haben damals schon gesagt, warum man die Ernährung umstellen sollte. Ganz einfach deshalb. In der Ernährung liegt eine Magie. Darüber habe ich gestern gesprochen. Diese Magie, wir haben gesehen, wenn die Leute zu uns in die Seminare kamen, umgestellt haben auf Rohkost, dann hat das nachher einen ganzen Rattenschwanz mit sich gezogen. Das ist jetzt nicht sehr schön, aber es hat da alles mit sich, das hat so viel in Reaktion gebracht, dass sie plötzlich ganz andere Weltbilder hatten, dass sie plötzlich ganz andere Jobs hatten, sie hatten ganz andere Leute um sich herum und so weiter. Jetzt ist es natürlich so, wir alle erschaffen unser Leben. Wir sind laufend Schöpfer. Und ich zeichne das jetzt noch einmal auf, wenn ich jetzt da rede zu euch, dann könnt ihr das annehmen. Ihr könnt sein lassen, das ist ein Weltbild, das ich mir erarbeitet habe. Ich wollte halt mal wissen, wie das Leben funktioniert, warum sind wir da, woher kommen wir, was tun wir, was ist unsere Aufgabe, warum sind wir Menschen, keine Tiere, warum ist der Mensch, wie er ist, warum tun Menschen das, was sie tun. Bei den einen floriert das, was sie tun, und es geht ihnen gut dabei, andere tun beinahe dasselbe und es geht ihnen nicht gut dabei. Warum? Was ist der Unterschied? Das hat mich interessiert. Und wenn wir unsere Aufgabe erledigt haben, wo gehen wir hin? Das sind natürlich intensive Arbeiten dahinter, darauf hat sich mein Leben aufgebaut. Und wenn ich jetzt heute zu euch spreche, dann sind das die Erkenntnisse, die ich erworben habe, im Laufe der Zeit. Ich hatte natürlich Glück, dass ich tolle Menschen angetroffen habe. Wir haben früher schon Menschen auf der Welt gehabt, die sich dieses Wissen angeeignet haben, wo wir eben das Glück hatten, davon zu profitieren. Es gab schon vor scheinbar 2000 Jahren diese Mysterienschulen, und in diesen Mysterienschulen hat man diese Wissen gelehrt.
Es war so, dass man das natürlich als Geheimschulen oder Geheimwissen, übrigens die Rohkost war damals auch ein Geheimwissen, und das haben die Essener schon betrieben, das haben die alten Chinesen, die Veden haben das betrieben und so weiter. Also die haben alle schon das Wissen gehabt. Das zum Beispiel mit dem Weißguna, mit der Sattva-Nahrung, das haben die alten Inder gekannt. Das waren die Brahmanen, die Weisen, die Rishis, die Seher, die das da getan haben. Das waren die Menschen, die Rohkost gegessen haben und die wussten, warum sie das tun. Die wussten um das Geheimnis und die Mystik des Lebens. Und die haben da, das war eigentlich damals bei den Indern, als Indien in der großen Blüte stand, dann waren die eigentlich die Leute hinter der Regierung. Die Regierung waren dann die Rajas und die haben dann teilweise Gekochtes gegessen, aber auch da war die Nahrung sehr, sehr wichtig. Und so weiter, wir sind nicht die ersten Menschen, die jetzt Rohkost essen. Wahrscheinlich aber sind wir die Generation oder die, wie sagt man dem, die Gesellschaft, die die Rohkost zu einer Gourmet-Nahrung gemacht haben. So, dass wir, ich meine, gut, in Indien, da hast du die Früchte, da wächst alles, da steckst du einen Besenstiel in den Boden, da wächst wieder ein Fruchtbaum. Also das ist alles toll da. Bei uns, da müssen wir schon ein bisschen gucken. Wir kommen dann nicht so schnell an baumreif gepflücktes Obst an. Und deshalb sind wir auf Gemüse ausgewichen und haben festgestellt, wir brauchen hier eine etwas andere Nahrung als eben in den wärmeren Gegenden. Gell? So, und jetzt diese Erkenntnisse, die ich jetzt mit euch teile, das sind meine Erkenntnisse. Möglicherweise gibt es mehr, möglicherweise gibt es andere und jeder von uns hat seine eigenen Erkenntnisse. Ihr müsst halt dann selber schauen, was ihr mit dem anfangt, was ich euch jetzt da sage. Gell? Das ist dann euer Problem. Selber schon, ihr seid da. So, also, vor langer, langer Zeit waren Lichtwesen im Licht und Licht im Licht. Und alles war honkidori, alles war gut. Da war die Quelle hat erschaffen und hat am Anfang vor allem zwei Wesen erschaffen. Diese zwei Hauptschöpferwesen, das waren die ersten Erzengel. Einer davon war Luzifer. Dieser Luzifer, das heißt der Lichtträger. Und diese zwei Lichtwesen, die haben weiter erschaffen. Die haben die Schöpfung entworfen, das waren die Game Maker. Die haben dann aber gesagt, okay, wir kennen das. Das waren die zwei Schöpferstrahlen. Die haben sich gegenseitig ergänzt, die haben sich gegenseitig sind sie verschmolzen und haben dann einen wunderschönen Tanz gemacht. Und irgendwann haben sie gesagt, wir möchten eigentlich auch ein Abenteuer. Wer sind wir eigentlich? Wir möchten uns erfahren. Das eine Wesen, dieser Luzifer, das männliche Element, hat gesagt, okay, ich springe ins Unlicht. Sie haben die Schöpfer, die Lichtquelle gefragt, ob man das erschaffen kann, ein Platz, wo das Licht nicht ist. Er hat gesagt, ja, der ist gesprungen. Er hat gesagt, wenn ich da unten einschlafe und vergesse, wer ich bin, was tun wir dann? Dann hat diese Schöpfermacht gesagt, wenn du da unten vergisst, wer du bist, dann sende ich dir Wesen, die dir das wieder sagen. Die dich wieder aufwecken kommen. Weil das Resultat von der ganzen Geschichte hier unten, wo man vergessen hat, wer man ist, wo man vergessen hat, wo man herkommt, wo man vergessen hat, was man überhaupt will, um neu zu erkennen, woher man kommt, wer man ist, was es ist.
Das ist das Game, das ist das große kosmische Game, das im Moment in einer riesen Veränderung ist. Denn wenn wir das alles richtig machen, dann kann es sein, dass jetzt dieser Punkt erreicht ist, wo die Rückkehr wieder angetreten werden kann. Bis wir da sind, zurück oder da, wird schon noch Zeit vergehen, wobei die Zeit ist immer relativ. Ja? So im Moment sind Menschen von hier und von hier da unten, und dieser Planet da unten, der ist einer von diesen Planeten, der das, diese Schulung übernommen hat. Auf diesem Planeten können wir wählen, auf diesem Planeten können wir sogar die Trennung haben. Das heißt, hier haben wir vermeintlich die Trennung. Also die Rita ist was anderes als ich. Nicht immer. Manchmal sind wir getrennt. Ja? Das ist aber eine Illusion. Nicht wirklich. Niemand ist getrennt. Niemand und nichts ist von dem getrennt, weil das ist alles zusammen. Und in diesem Spiel drin ist alles möglich. Alles gleichzeitig. Wenn du jetzt sagst, ich bin da oben erschaffen worden, ich will hier runter und Mensch werden, weil hier unten auf der Erde, auf einem kleinen Planeten Erde, irgendwo im Riesenweltall, da haben wir von unserer Galaxie alle Codes gespeichert. Alle Codes sind auf der Erde und deshalb ist die Erde im Moment einer der wichtigsten Plätze, die es gibt. Und wir hätten die Erde schon beinahe umgebracht. Aber die Erde hat dann nach oben um Hilfe geschrien und von da oben hat man Licht gesendet. Das Licht, das fließt jetzt ein und deshalb ist diese, diese Spannung da. Deshalb läuft das da. Da unten will man teilweise nicht aufwachen, weil man lebt hier von Angst, Hass, Zorn und so weiter. Parasitär. Und wenn jetzt da Licht kommt und Wesen mit Licht, dann können die damit nichts anfangen. Und jetzt sind sie im Todeskampf. Das heißt, sterben wird gar nichts. Aber ihre Wesenheit wird sich verändern. Und davor haben sie Panik. Und deshalb bringt man Dinge wie jetzt so diese Pandemien, Affenpocken und so weiter. Ich meine, der Name sagt ja, wenn ein Affe Pocke kriegt, wer es glaubt, der zahlt. Die ganze Sache ist so durchschaubar, die Sache ist so einfach, dass das, was wir hier drin, das ist wie eine CD. Wenn wir ein Spiel machen auf dem Computer, da die CD ist drin, gell? Du kannst heute eine CD nehmen und Schach spielen. Alle Möglichkeiten sind schon da. Es hängt aber davon ab, was du da willst, wie du das Spiel spielst. Und so ist es auch beim Leben, beim Erschaffen. Und die Geheimnisse da drin sind einerseits, wenn wir jetzt schon bei dem Bild sind, einerseits können wir von hier unten nach Hause telefonieren. Ja? Und wenn wir Menschen geworden sind, dann sind wir hier unten Menschen und im Menschen sind die wichtigsten Codes, in jedem Einzelnen sind die wichtigsten Codes und die werden bei einem gewissen Stand des Bewusstseins werden die frei. Wir alle sind buchstäblich Bewusstsein, die heruntergekommen sind und sich einen Raumanzug gefasst haben. Das heißt, wir haben einen Seelenvertrag gemacht mit unseren Eltern und haben gesagt, wir können in diese tiefe dritte Verdichtung nur dann eintreten, wenn wir jemanden haben, der uns dazu hilft. Also wir können, es war uns versagt, dadurch, dass wir das Gitternetz um die Erde haben, können wir den Körper so nicht mehr per Fokus erschaffen. Das wird wahrscheinlich wieder kommen, aber im Moment sind wir darauf angewiesen,
dass uns unsere Vorfahren damit aushelfen. Also jeder, der ein Kind macht, der gibt einer Flamme einen neuen Körper. Und wenn wir jetzt diesen Körper, es ist nicht unlimitiert, wer hierher kommt. Also da haben wir schon sehr gute Voraussetzungen, dass wir hier auf diese Erde kommen können und uns einen Körper fassen und dann hier unten manifestieren, weil wir sind ja von hier oben auch Schöpferkräfte. Dazu sind wir gekommen. Und jetzt kommt es darauf an, wie gut wir unserem Raumanzug gucken. Weil der Raumanzug und das, was drinsteckt, sprich unser Bewusstsein, unser feinstoffliches Dasein, das sind natürlich mehrere Komprimierungen, die wir da in unseren Körper bringen. Letztendlich, um ganz genau zu sein, ist der Körper im Bewusstsein und nicht umgekehrt. Aber das Bewusstsein hat sich die Möglichkeit gemacht, im Körper drin sich zu, sich zu manifestieren und hier in dieser Verdichtung eben auch etwas tun. Ich kann das nur tun, wenn ich einen Körper habe. Ja, dann kann ich in dieser Verdichte agieren. Und ich kann aus meinem Körper rausschauen. Dann kann ich sehen, was draußen ist. Ja. So. Und wenn ich hier drin das wähle, was ich haben möchte oder was ich in mein Leben rufen möchte oder was ich manifestieren möchte, dann kommt es darauf an, steht es in meiner Macht, dann muss ich den Fokus darauf richten und den dabei behalten. In dem Moment, wo ich einen Fokus auf etwas richte, und den nicht halten kann, also wenn ich was wünsche, sagen wir, was wollen wir wünschen, was möchten wir? Was wollen wir machen? Was wollen wir kreieren? Ja, komm, wir wollen einen Job kreieren für uns, der uns glücklich macht, gell? Das müssen wir vorweg haben. Wir müssen mal wissen, was macht uns überhaupt glücklich. Wir müssen mal wissen, was ist glücklich. Und wir müssen wissen, warum wollen wir das tun? Wir brauchen einen Grund. Wir brauchen eine Absicht. Und wir brauchen die Motivation. Dazu ist es immer gut, woher kommen wir, was wollen wir, was haben wir für eine Absicht? Und wollen wir uns in diese Ding einbinden und die Absicht, das wieder zurückbringen? Und wenn wir das tun wollen, hier unten den Job machen, der uns glücklich macht, der uns erfüllt, der uns das bringt, was wir haben möchten, das kommt automatisch. Die meisten Menschen machen das so, die sagen, ja, was bringt mir der Job? Was verdiene ich? Was kriege ich? Das ist nicht unsere Sache, das ist deren Sache da oben. Unsere Sache ist, dass wir es tun. Der Erfolg ist da oben. Den können wir oben überlassen. Wir müssen nur unseren Job richtig tun. Und steht schon, euch wird gegeben. Wir müssen tun. Wir müssen hier den Fokus darauf richten, was ist für mich jetzt wichtig, dass ich tue. Und den Fokus beibehalten und keine weiteren Doubt auf Deutsch. Zweifel. Keine weiteren Zweifel. Ja. In dem Moment, wo du Zweifel hast, annullierst du. Also das ist die gegengesetzte Aufmerksamkeit. Also das heißt, aus meinem Leben, wo ich angefangen habe, ich kam ins Flüeliramt, ich habe gewusst, wir brauchen eigentlich keine Spitäler, wir müssen den Menschen nur zeigen, was sie tun müssen, damit sie wieder gesund werden. Und, was ich möchte den Menschen zeigen, was sie tun müssen, damit sie gesund bleiben. Weil warum wollen wir sie erst krank machen lassen, damit sie wieder gesund werden können? Das ist eine Schlaufe, die wir nicht unbedingt brauchen, außer jemand möchte die Erfahrung von Krankheit. Dann kann er die Schlaufe machen, kann man wählen. Ja? Und dann stand ich am Fenster und habe gesagt, gut, als Geschäftsmann,
Mit dem, was ich heute kenne, als Geschäftsmann dürfte ich das nie tun. Also ich habe dann die Schule eröffnet, die School of Life, und habe gesagt, ja, jetzt kommen die Leute und ich unterrichte denen das. Dann haben gesagt, ja, als Geschäftsmann dürfte ich das nie tun. Als Familienvater ist das ziemlich verantwortungslos. Mit dem allgemeinen Blick darauf. Aber als Mensch kann ich nicht anders. Weil ich weiß, es ist meine Aufgabe. Und wie ihr seht, geht mir recht. Nach so vielen Jahren. Also es hat hingehauen. Wagt und euch wird gegeben. Gell? Und jetzt das ganze Spiel hier oben. Alles was ist. Die Grundquelle, die den Kosmos hervorgebracht hat, das Licht hervorgebracht hat, die Wesenheiten, wir haben heute noch andere Schöpferwesenheiten, sehr große Wesenheiten, die sind da, die gibt es alle. Und Raum und Zeit ist ebenso eine Illusion für uns, um das zu erfahren. Das ist das große Abenteuer, das wir hier erfahren können. Das ist eine gigantische Sache. Die kennen weder Raum noch Zeit, da ist alles da. Und das Ganze hier, das ist das Ich Bin. Schreib das jetzt mal schnell auf und vergesst das nie wieder. Das Ich Bin, wenn wir Ich Bin sagen, dann meinen wir nicht nur ich mit meiner Bluse da. Dann ist alles dabei. Ja? Dann ist das, wo ich im Prinzip hierher gekommen bin, ohne getrennt zu sein. Obwohl ich eine Trennung erfahren kann, wenn ich das will. Ist aber eine Illusion. So, und das Große, das heißt, ich bin. Das da, das ist die magische, der magische Spruch. Das ist Magie pur. Weil wenn ich das ausspreche und weiß, wovon ich spreche, dann kann ich bewusst manifestieren. Wenn ich aber ich bin, sage und weiß nicht, was es ist, dann manifestiere ich unbewusst. Und es ist dasselbe, wenn ich etwas unbewusst mache, dann bin ich mit dessen nicht bewusst, dann ist das Outcome eine Lotterie, also das Resultat ist eine Lotterie. Wenn ich aber weiß, was ich tue, dann kann ich bestimmen und ganz klar bestimmen, was ich jetzt tue. Dann weiß ich, wo ich hin will und dann weiß ich, was ich erschaffen will. Habt ihr das schon mal gehört, was man sät, das erntet man? Könnte man dann nicht auch sagen, das, was wir ernten, das haben wir gesät? Also von dem Moment, wenn das auch so ist, dann dürfen wir uns nie mehr beklagen. Weil dann haben wir es manifestiert. Dann haben wir es erschaffen. Und da liegt das Geheimnis drin. Haben wir jetzt bewusst gesät oder haben wir unbewusst gesät? Haben wir gewusst, welche Samenkörner wir in der Hand gehalten haben? Waren wir uns bewusst, auf welchem Boden das fällt? Das ist jetzt eine Metapher. Aber haben wir gewusst, was wir gedacht haben? Haben wir gewusst, was wir erwähnt haben, nachdem wir gesagt haben, ich bin? Und wenn ich sage, ich bin schwach, dann bin ich gerade manifestieren. Und wenn ich sage, ich bin gesund, dann manifestiere ich das auch, mit Ausnahme, ich zweifle daran. Dann schwäche ich es ab. Ja? Und wenn ich das so nicht einsetzen kann, dass ich sage, ich bin gesund, weil es dahinter heißt, das ist ja gar nicht wahr. Ich nehme dich als krank wahr. Ja? Dann kann ich diese Ich-Bin-Gegenwart, diese göttliche oder diese Licht-Gegenwart oder diese Allmacht-Gegenwart, weil ich bin ja nicht getrennt. Diese Allmacht ist ja immer bei mir. Und ich habe immer Zugang zu dieser Allmacht.
Und das Schlüsselwort ist halt einfach jetzt das Ich Bin. Weil das Ich heißt Gott in Existenz, Bin in Tätigkeit. Also die göttliche Existenz in Tätigkeit, wozu ich mich dazu zähle. Und wenn ich jetzt da hier das so formuliere, dass mein dahinter nicht sagen kann, stimmt ja gar nicht. Eben und deshalb sind diese Affirmationen, die wir mal gelernt oder gesehen haben, dass man durch die Welt gehen soll und sagen, ich bin glücklich, ich bin glücklich. Wenn man unglücklich ist, noch hinten sagt, sind wir dumme, blöde Zehn, bist ja unglücklich, bist ja hässlich, bist ja gar nicht wirklich nett. Und guck mal, bist ja gar nicht nett zu den Mitmenschen. Also wo willst du glücklich sein? Um das umgehen zu können, dass dieses Muster anfängt zu wirken, können wir sagen, ich bin die vollkommene Gegenwart des Lichtes, das meine Gesundheit auf Vordermann bringt. Und wenn ich dann noch, es ist ja so, wie ich gestern erklärt habe, wird es denen langweilig, die gestern schon da waren. Nö, nee, das hätte ich gehört jetzt. So, schau. Wenn die da oben, wenn die manifestieren, wenn die die Schöpfung kreieren, dann fokussieren sie sich auf das, was sie wollen. Und dann manifestieren sie das. Und je tiefer wir nach unten kommen, desto lethargischer und schwieriger wird es. Und wenn die da hier kreieren, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, kommt nochmal. Ah ja, genau, jetzt kommt es wieder, ich bin schon wieder da. Wenn die kreieren, dann müssen sie einen Teil von sich in die Schöpfung geben, um die Schöpfung zu erfahren. So, und diesen Teil sind wir, der hier unten die Schöpfung erfährt. Um diese Erfahrung, sogar mit der Erfahrung der Individualität, das ist ja, das können wir tun, eine Individualität erfahren, dadurch, dass wir eine vermeintliche Trennung wahrnehmen. Also dank dieser Trennung kann ich hingehen und sagen, hier die Hand geben, das könnte ich nicht, wenn diese Illusion nicht existieren würde. Also ich kann mich erfahren in Bezug auf das, was ich nicht bin, vermeintlich. Gell? Obwohl wir da. Und jetzt sind wir hier unten und erfahren die Schöpfung. Und jetzt bin ich Schöpfer hier unten, ich bin Mitschöpfer und möchte hier unten etwas erschaffen, das jetzt so mit meinem Fokus nicht läuft, dann kann ich etwas hochgeben von mir. Kann ich einen Teil meiner Energie hier, meines Bewusstseins, zurück an die großen Schöpfermächte geben. Ja? Und wie mache ich das? Ich war im Restaurant und habe gesehen, das ist eigentlich das, was ich gar nicht mehr will. Also wäre lukrativ, aber ich will das nicht mehr. Es bringt mich um, wenn ich so weitermache. Ich hatte eine Sitzung mit dem Bankmanager und mit dem Treuhänder und habe denen gesagt, du, ich glaube, ich höre auf. Und ich habe gesagt, was spinnst du? Jetzt bist du aber durchgedreht, oder? Jetzt hast du eine Goldgrube und hörst damit auf. Und dann habe ich gesagt, du, ich... Nein, also komm jetzt, das ist ein schlechter Witz gewesen und dann haben wir uns halb geeinigt, ja okay, also, die haben es nicht verstanden. Ich bin dann losgefahren, ich musste ins Restaurant, habe aber unterwegs angehalten, bin im Wald spazieren gegangen und habe dann gesagt, so lieber Gott, ich kenne dich nicht, ich habe dich noch nie gesehen, ich habe dich noch nie gehört. Ich weiß nicht mal, ob es dich überhaupt gibt. Und wenn es dich überhaupt gibt, also wenn es so etwas wie dich gibt,
Und hör mir mal 5 Minuten zu, ich möchte mit dir einen Deal machen. Und da wusste ich, wenn ich was will, muss ich was geben. Oder? Das war meine Überzeugung damals. Ich lag nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Aber das war jetzt meine Vorgehensweise. Und dann habe ich gesagt, okay, hör mal, du zeigst mir den Weg und du zeigst mir, wozu ich hier bin und du zeigst mir, was meine Arbeit ist, mein Job ist, wo ich glücklich werde, wo ich mich entfalten kann, wo ich zu Hause bin. Und ich höre augenblicklich auf zu rauchen. Dafür. Also, ich rauche keine weitere Zigarette mehr. Ist das ein Deal? Und wenn du mich gehört hast, dann gib mir doch bitte ein Zeichen. Das war das einzige Mal, dass ich ein vierblättriges Kleeblatt gefunden habe. Dann habe ich gesagt, okay, der Vertrag ist unterzeichnet. Tja, und dann hat meine Laufbahn eine Veränderung angenommen und letztendlich war ich dann in der Birche Benner Klinik. Ich bin dann da gelandet, wo ich nie in meinem Leben hin wollte, also als Koch in ein Spital arbeiten gehen, um Gottes Willen, wer macht dann sowas? Also das waren für uns aus dem Gastgewerbe, ich meine, ja, das ist so. Wir haben gedacht, wir sind besser als die im Spital. Ja, okay, wir haben es mal angenommen. Gell? Und dann stand ich dann da und habe gesagt, um Gottes Willen eigentlich, aber das war der Deal nicht, um Gottes Willen. Es kann es nicht sein. Und so weiter. Und dann kam das mit, ich bin dann in einen Vortrag gegangen, also das hat schon zwischen Dinge gehabt und dann redet er davon, dass man kein Fleisch essen soll und dann haben wir gesagt, ja, um Gottes Willen, wo geht die Reise hin? Weil der Fluch war, ich saß da und er redet über Fleisch und warum man kein Fleisch essen will und er hatte in jedem Statement recht. Ich habe gesagt, der hat mir das Zeug um die Ohren wie ein nasser Waschlappen. Ich kann dem nichts entgegenhalten, weil der hat einfach recht. Na gut, da kamen dann die Überlegungen und so weiter. Und irgendwann war ich da in der Birchen Benner, habe gesehen, wir müssen denen Rohkost geben, damit sie gesund werden. Und ich habe gesagt, ja, aber wo ist die Kreativität geblieben? Das ist ja eine Krankendiät. Wollen wir die Erde mit Krankendiät ernähren? Und dann habe ich immer wieder da mit denen da oben gehadert und habe gesagt, seid ihr eigentlich noch bei Trost? Wo wollt ihr hin? Naja, also die Reise hat dann dahin geführt, dass ich jetzt bei euch bin. Ich habe dann 30 Jahre da unterrichtet und habe viel gesehen, viel erlebt, habe auch sehr viel Erfahrung in Sachen Ernährung. Also es ist nicht mehr sehr einfach, wenn es um Rohkost und um Ernährung geht, mir da irgendetwas davor zu kauen oder mir da irgendwo, obwohl es probieren es immer wieder Menschen mit Ja, aber, wenn ich was sage, das Ja, aber, das heißt, hast nicht recht, ich habe es zwar gehört, pass mal auf, es gibt da was anderes. Da diskutiere ich nicht mehr lange, ich höre mal zu manchmal, manchmal auch nicht mehr. Aber wenn wir zum Beispiel etwas manifestieren wollen, gerade zum Beispiel die Gesundheit ist nicht mehr das, was wir gerne hätten, oder jetzt kommen die Jungs da und sagen, es gibt so etwas wie Viren, die machen krank. Ja gut, wenn wir eins und eins zusammenzählen, gäbe es Viren, die krank machen auf dieser Erde, dann wären wir alle schon weg. Dann gäbe es uns gar nicht, dann wäre die Erde menschenleer. Das können wir uns gar nicht leisten. Und wenn, das sagt man, weil die meisten Menschen, habt ihr schon, wer von euch hat ein Virus gesehen? Na, bingo, seht ihr? Auf einem Bild. Auf einem Bild, wie hat er ausgesehen? Rund. Rund. Ja. Unschön. Sind die Viren wirklich rund?
Auf dem Bild schon, in der Wirklichkeit weiß ich nicht. Ja, also, ich kann dir noch ganz andere Bilder zeigen. Die stimmen auch nicht. Also, lassen wir uns da hier eben nichts vormachen. Nach Hause telefonieren. Und gerade mit der Ernährung, spätestens jetzt hätten wir eigentlich, spätestens jetzt hätte die Menschheit wissen müssen, hoppla, wenn jetzt erst Viren kommen, erst jetzt, die uns krank machen, dann müssten wir eigentlich auf unsere Gesundheit achten. Das wäre eigentlich die Glocke, die geläutet hätte und gesagt hat, hey, passt mal auf eure Gesundheit, die ist sehr wichtig. Jetzt haben viele Menschen haben gemerkt, oh, meine Gesundheit ist in Gefahr. Was mache ich jetzt? Jetzt kommt die Medizin und sagt, hey, wir haben etwas, da kriegen wir euch wieder hin. Aha. Und jetzt hat man gesehen, dass sie es auch nicht können, gell? Dass du eigentlich wirklich krank wirst, wenn dahinter, wenn du nach der Medizin kommst. Gut, in der Chirurgie sind sie stark, aber das müssen wir ihnen lassen. Aber sonst ist es eine Saubande. Aber da kann ich nicht sehen. Nur, die werden, die sind auch hier unten, aber die werden von hier oben genauso geliebt wie die Gesandten. Also passen wir auf, was wir mit denen anfangen, gell? Letztendlich sind wir gekommen, um die zurückzuholen. Das ist die Erfahrung. Und im Moment ist der Clinch da. Aus diesem Clinch können wir wählen. Gell? Es gibt noch mehr zu dieser Saubande da unten. Aber die machen auch eine Erfahrung, die, wenn das Spiel zu Ende ist, hier oben eminent wichtig ist. Und die Erfahrung, die sie da unten machen, das ist nicht die einfachste Erfahrung, das kann ich euch sagen. Das ist absolut nicht die einfachste. Und weil wir die lieben, heißt das noch lange nicht, dass wir ihnen alles glauben müssen. Weil wir dürfen nicht vergessen, wer wir sind, sonst sind wir da unten genauso nutzlos, wie das Ganze schon ist. Ja? Dann vergessen wir, wir haben zwar einen Deal gemacht, dass wenn wir hier runterkommen, dass wir vergessen müssen, wer wir sind. Aber wir haben es geschafft, Wissen hier durchsickern zu lassen, dass wenn wir hier sind, dass wir das wieder aufblühen lassen können. Da haben wir uns eine Restversicherung gemacht und wir haben die Gods, die bei einem gewissen Zeitpunkt und bei einem gewissen Bewusstsein sind die aktiv. Und jetzt werden sie aktiv. Und wir haben den freien Willen, ob wir dieses Aktivwerden dieser Gods erlauben oder nicht. Ja? Und da können wir manifestieren. Also unsere Hauptaufgabe ist, dass ich bin. Unser Lösungscode ist, dass ich bin. Und wenn du das Ich Bin erwähnst, dann weißt du, da ist alles enthalten. Da bin ich nicht alleine. Die da oben haben uns nicht ins Rennen geschickt, ohne das Notwendige, was wir brauchen, um hier unten erfolgreich zu sein. Hätte das Leben auf dich verzichten wollen, hätte es das getan. Hätte die Schöpfung auf dich verzichten möchten oder das Leben, dann gäbe es dich nicht. Das Leben hat aber Ja gesagt, hat gesagt, du bist auserwählt, geh hin und hol sie zurück. Ja, auserwählt. Und sie haben uns nicht ohne hierhin geschickt. Was brauchen wir? Einen klaren Fokus, ein fester Wille und das Wissen darum, dass wir hier oben auch zu Hause sind. Und dass wir auch von hier oben manifestieren können. Dass wir uns an unser übergeordnetes Selbst richten können, das uns hilft, das zu manifestieren, was wir hier unten haben. Ja? Und dann können wir zum Beispiel, wie tönt so eine Anrufung? Ich habe da letzthin habe ich mich hingesetzt und so eine Anrufung kreiert. Ich möchte das mal mit euch teilen. Ich nenne das jetzt bewusst nicht Gebet. Ja? Weil Gebet ist so ein abgedroschener Ausdruck und kommt von Bitten.
wir sind da unten nicht weniger als das da oben. Wir ordnen an und Kraft dessen, dass wir das auf uns genommen haben, hier Mensch zu werden und im Moment im Zentrum des Fokus da oben stehen, weil wir hier die Wende einläuten. Deshalb können wir hier unten anordnen, anrufen, herrufen, ohne dass da oben mit seiner Einmischung in den freien Willen der Menschheit eingreift. Danke. Ja? Das ist unser Recht und davon machen wir jetzt Gebrauch. Sei gegrüßt, du mächtige Schöpferkraft, ich bin, die du den Kosmos hervorgebracht, erhält und belebt hast. Danke, dass wir deine Schöpfung für dich erfahren dürfen. Bitte hilf uns, den Kontakt zu dir aufrechterhalten zu können, damit der Sog deines Lichts uns bewegt und inspiriert. Dadurch nehmen wir den Druck, welcher aus Angst und Not erzeugt wird, von uns. Lass unsere Schöpferkraft auch auf dieser Ebene in deiner heiligen Absicht geschehen und verleihe uns genügend Intelligenz und Kraft, damit wir diese Fähigkeit immer weiter ausbauen können. Dein Geist in uns gestatte uns die Gesundheit an Körper und Seele und motiviere uns, dass auch wir unseren Teil dazu beitragen. Deine vollkommene Liebe führe uns, damit wir mit unserem individuellen Bewusstsein bereichert und erfüllt wieder glücklich zu dir nach Hause finden. Da drin liegt die Kraft. Das ist die Manifestation. Das ist das große Spiel. Dafür sind wir da. Und wenn es jetzt ein kleines Ding braucht von uns, dass wir sagen, wir haben verstanden, vom Tod kommt Tod, vom Leben kommt Leben. Und wenn wir wirklich leben wollen, dann müssen wir auch lebendige Nahrung zu uns nehmen. Und wenn wir unsere Nahrung zuerst töten durch Erhitzen und glauben, davon kommt Leben. Ich weiß nicht so ganz, ob wir da so entfalten können, wie wir das gerne hätten. Ja. Diese Überlegung ist sehr wichtig und die Grenzen des Manifestierens, da gibt es keine Grenzen. Und wenn dieses Spiel vorbei ist, dann kreieren wir ein neues. Ja, vielleicht noch größer. Wer weiß. Zuerst kehren wir aber zurück. Ja. So, das war's von meiner Seite. Macht's gut, kommt gut an, bleibt gesund. Danke.